Was geht da vorne? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Vorne, wir machen weiter. Und ihr seht schon, das Ganze braucht wahrscheinlich noch mal ein bisschen, bis hier das Ganze abgeschlossen ist. Weil man muss in-game anscheinend sein. Es geht jetzt nicht, wenn du die Konsole aus hast, dass die Zeit vorangeht. Wie bei anderen Games. Ich weiß gar nicht, wo das war. Zum Beispiel, glaube ich, Fable damals oder sowas. Ich glaube, bei Fable ging das dann irgendwie weiter, dass du dann irgendwie abkassiert hast, wenn du die Konsole wieder angemacht hast. War eigentlich ganz geil. Dementsprechend machen wir jetzt erstmal was anderes. Wir haben ja noch einige Sachen übrig. Ja, die Hauptmission will ich nochmal, also das ganz große Hauptmission-Ding würde ich noch ein bisschen warten lassen. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen, nutze sie zeitgleich. Stimmt, das können wir, ja, das müssen wir auch nochmal abwarten. Ich würde sagen, sprich mit Nettie. Ich glaube, das machen wir. Ja, das machen wir vor, ne? Auf jeden Fall... Freut mich, dass ihr wieder am Start seid, immer noch am Start seid und ja, Freunde, ihr wisst Bescheid, gerne weiter unterstützen hier das Ganze und warte mal, hier war Unterricht, Wahrsagen glaube ich war. Ja, liken, kommentieren gerne weiterhin und Freunde, auf jeden Fall hier am Ball bleiben, hier auf dem Kanal, denn bald startet auch schon Atomic Heart, da habe ich mega Bock drauf schon seit Jahren, ich hoffe, dass es so geil wird, wie ich seit Jahren mir erhoffe halt. Mal schauen und ja, März ist sowieso vollgepackt mit geilen Games, April ist vollgepackt mit geilen Games, Mai ist vollgepackt mit geilen Games, Juni ist vollgepackt mit geilen Games und wie gesagt, ich habe dann vielleicht auch noch Bock auf den Zweitkanal von mir, der Service Gaming. Freunde, worauf ihr auch vielleicht Bock habt, sind die Fragen und zwar geht es diesmal um die Drachen des Trimagischen Turniers und zwar, was nehmen wir denn? Auf was lässt Harry den Drachen stürzen, um die erste Aufgabe zu erfüllen? Das ist die erste Frage. Und zwar ist die zweite dann, welchem Drachen begegnet Fleur in der ersten Aufgabe? Also was für eine Art Drache ist es? So, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Und ihr macht auf jeden Fall beim Quiz weiter, obwohl es ein bisschen schwierig ist. Das ist so frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Nazai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Nazai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Du hast gerade noch gesagt, du wolltest nicht, dass das wir hier sind. Das ist so frustrierend. Ey, wirklich. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Okay, interessant zu wissen. Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich, aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn.
Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Okay. Was macht die denn? Wie läuft die da die Treppe runter? Ach Mann, ey, das ist irgendwie immer diese Mission, wo du dann hingehst, die reden kurz und dann ist vorbei, weißt du? Das ist irgendwie... Naja. Okay. Ey, ich will so ein Niffler-Bild, ey. Ohne Witz. So süß, ey. Gut, okay, dann lass mal gucken, was wir noch übrig haben. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, Freunde. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir noch hier für Missionen neben diesen noch mitnehmen sollen, weißt du? Ob wir das langsam Richtung Ende bringen sollen? Ich hab keine Ahnung, ey. Sprich mit Adelaide. Okay. Machen wir das dann. Vorgeschlagene Stufe 10. Weil ich weiß halt nicht, was es noch für coole Missionen gibt, weil dem jetzt die Rona letztes Mal mit den Briefen, muss ich ganz ehrlich sagen, die war jetzt eher... Was haben Sie jetzt vor? Die war eher low, aber ich wette mit euch, da gibt es bestimmt noch etliche geile Missionen irgendwie versteckt in der Welt, die uns jetzt nicht direkt angeboten werden, sondern die du erst selber annehmen musst. Wisst ihr, wie ich meine? Da gibt es bestimmt etliche geile Missionen noch. Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Ranrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Ranrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Onkel
Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Das klingt jetzt zum Beispiel ganz spannend irgendwie, ehrlich gesagt, so auf dem ersten Hören. Warum sagt man eigentlich auf dem ersten Hören? Weil wir haben ja nichts gesehen, wir hören ja nur. Warum sagt man das? Das sollte man mal hinterfragen, ja, eigentlich. Das kann doch nicht so schwer. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil die ganze Zeit vor diesem... Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Vor diesem Spiegel steht. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockboro, am Fluss vorbei. So. Ja. Hallo? Oh Mann. Das müssen wir unbedingt patchen, ey. Bitte, bitte patch das. Es nervt. Es nervt. Ja, was ist denn jetzt los? Okay. Let's go! Bisschen Besen fliegen, Freunde. Macht einfach Bock. Aber wie gesagt, so langsam. Ich weiß aber wirklich nicht, wo das andere Rennen ist. Keine Ahnung, ey. Guck mal. Wie finde ich das andere Rennen? Diesen Astronomie-Altar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Wie finde ich das andere Rennen, das dritte Rennen? Weiß nicht. Muss ich da einmal zu der Tafel gehen? Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Das kann sein, ne? Okay, ich sehe es schon. Nee? Nicht? Echt nicht? Ah, ein bisschen weiter noch rauszoomen. Der Skorpion! 4 von 5. Müssen wir jetzt zu so einer Tafel? Warte mal, ich muss mal kurz checken. Ich weiß nicht, wie man das dritte Rennen aktiviert. Das ist ganz komisch. Weil eigentlich bei dem, als wir das erste gemacht haben, wurde doch das zweite direkt angezeigt, wa? Oder? Oder kam das erst, als der sich gemeldet hat, hier das Upgrade ist am Start? Wie war das nochmal? Boah, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Ey, wie gesagt, ihr müsst verstehen, ich spiele gerade aktuell 5-6 Games gleichzeitig und ich komme nicht jeden einzelnen. Da müsst ihr mir helfen, Bruder. Da müsst ihr mir beistehen und mir helfen. Hier kann ich ja eigentlich nur sehen, was das Quidditch-Feld. Was der Rekord ist, ne? Ja, das Quidditch-Feld. Alleine das Quidditch-Feld ist so cool gemacht, ne? So geil immer noch. 50 Mal hier vorbeigeflogen, 40 Mal davon vergessen, wie man merkt bei mir. Aber die 10 Mal, an die ich mich noch erinnern kann, die sind geil gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, die waren geil. Nee, Spaß, aber ey, es ist... keine Ahnung. Es ist schon echt ein geiles Game, ey. Obwohl es seine Schwächen hat, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Es gibt halt manche Games so, da verzeiht man das. Obwohl man selber weiß, eigentlich so geil ist es jetzt nicht, einige Sachen. Muss man ehrlich sagen, aber trotzdem irgendwie, wie gesagt, durch diese Lizenz, Mann, das ist halt auch dieser Bonus, dieser dicke, dicke Bonus für das Game. Diese Lizenz, dass wir noch kein Game hatten im Harry Potter-Universum auf diesem Level, ey. Das ist halt ein riesiger Bonus. Ich meine, die alten Harry Potter-Games, die waren teilweise auch ganz nice so, aber es ist jetzt nicht auf dem Level, von diesem, also vom Budget-Level allein schon. Ist schon eine ganz andere Nummer. Oh, was geht da ab, ey? Revelio. Oh, Junge, hier ist der Loot. Expelliarmus. Okay. Konfringo. Revelio. Naja. Okay, so viel war es jetzt auch nicht. Sah irgendwie mehr aus. Ja, ein bisschen... bisschen Gestein, oh Gott. Ja. Soll ich's wagen? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Du bist ein ganz schlauer Fuchs, Mensch. Warum fallen die zusammen? Muss ich hier Repar machen? Repar. Ah, das hätte ich dann bei dem anderen auch machen müssen, ne? Okay. Okay. Revelio. Reparo.
Tatsächlich, okay, dann wäre die andere ja mega easy gewesen, aber was mir immer noch Gedanken macht, ist diese mit diesen Kugeln. Ich muss sagen, wirklich, in dem Moment hatte ich einfach keine Geduld dafür. Keine Geduld, nix Geduld, nix Bock. Gar nix. Gar nix. So, die Höhlen könnte man eigentlich auch mal abchecken. Da ist ja bestimmt auch geiler Loot drin, oder? In den ganzen Höhlen, ja. Egal, erstmal zu der Mission jetzt. Ob das Mr. Oaks lag, Benrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen? Kurz hier. Also für die Frage ist zu spät. Was erlaubst du dir eigentlich? Ausgewichen, Junge? Das ist ein richtig geiler Typ. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Rebellion. Aber sieh mal an, die Mission war Level 10 und die Gegner sind aber Level 20. Aber immerhin einige Level unter uns. Das macht ja doch mal ein bisschen Sinn, wenigstens. Vom Level. Komm, trink! Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldogak sprachen. Über ihren Plan in Koboldogak sprachen, genau. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu... Oh nee, bitte nicht. Ich will nicht selber jetzt gucken, wo was ist. Bitte nicht. Hab ich gar keinen Bock drauf. Gar keine Lust drauf. Das könnte gefährlich werden, bitte, wenn ich nicht aufpasse. Zeig mal einfach an, wo ich hin muss. Nicht hier mit Rätsel und dies und das und ich muss ahnen, wo das ist und so. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein, es ist wirklich so. Oh, bitte nicht, Mann. Ich nix Bock. Ich gar keinen Bock. Was gibt's hier für Tiere? Zeig mal her, wo kann ich hier runterlaufen zu den Tieren? Zeig mal hier, das ist viel wichtiger. Noch mehr Niffler. Man kann nie genug Niffler haben. Rebellion. Ich habe einen Händler überfallen, der hier vorbeikam. Sie haben es nie erwartet. Okay. What's the Rollins Karte? Wie kann ich die denn jetzt nochmal aufrufen eigentlich? So, nee. Wo ist die Karte jetzt zum Beispiel? Im Inventar müsste das wahrscheinlich dann sein, ne? Wo? Ja, keine Ahnung. Einfach den Fluss entlang, würde ich sagen, oder? Einmal den Fluss entlang. Oder? Was meint ihr? Aber welchen Fluss? So, warte mal. Sie können sich ja gar... Was haben wir denn hier? Ist es das? Ist es das endlich? Oh mein Gott, endlich! Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr. Ach Leute, ich bin hier durch die Gegend geirrt, ey. Hier
Hier sollte ich... Mit ein paar Minuten Zeit durch die Gegend fliegen, verwirrt, habe ich es dann doch endlich mal geschafft. Rebellion. So, jetzt muss ich aber hier einfach nur alle auseinandernehmen, oder? Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Kann er mal aufhören und mal rumzuholen? Ich sollte nur aufpassen, Junge. Hallo, du hast die alte Magie. Du sollst alle platt machen. Du kannst sie einfach alle töten. Einfach töten, bitte. Alle töten. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Ja. Mal diese Power-Tränke, ey. Ja? Ja. Endlich gefunden. Boah, ein Glück. Was finden wir wohl hier drin? Ein Glück. Crucio! Rebellion! Expelliarmus! Contrito! Contrito! Ich werde deinen Kopf! Er hatte wohl den richtigen Riecher. Rebellion! Tja, Adelaide. Kann man das aufmachen? Ja, hallo, Stufe 1. Was ist eigentlich maximal Level hier eigentlich in dem Game? 50 oder was? Rebellion. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem. Serenicus Totalus. Rebellion. Ja, mit dem Schleichen, das wird wahrscheinlich sogar noch leichter gehen, ne? Also noch schneller, meine ich. Leichter auf jeden Fall, aber. Haha, guck mal da. Die miesen Schweine. Ja, spring runter, Schisser. Du kleiner Schisser, du! Da hinten oder was? So. Okay. Ich meine, haben oder nicht haben, ne? Bei solchen Dingen denkt man sich haben oder nicht an. Und haben ist immer besser als brauchen. Lektion schon, der Helikus Totalus. Ey, diese Powertränke. Glaube ich, bin so krass im Business. Ich muss mal ein paar kaufen, glaube ich, am besten. Oder? Dann nervt das auch nicht immer. Ich immer denke, Alter, das ist der geile Loot. Das ist der geile Loot. Und dann ist es gar nichts. Cool, einfach runtergerippt. Confringo! Na, was willst du? Bam! 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 Das ist halt das Coole, dass die verbotenen Flüche wirklich alles durchbrechen, oder? Jede. Jeder, ja, wie soll man das sagen, diese Sphäre da, ob rot, ob grün, grün sag ich schon, ob rot oder lila oder so, das durchbricht alles. Sehr gut. Mann, diese Tränke, ich muss sie verkaufen. Wir machen so ein richtiges Tränke-Business auf, ey. Ist das der richtige Weg oder was? Wo ist der? Ne, da hinten ist der richtige Weg. Hier ist aber nur noch eine dicke Kiste. Da oben war ich. Da oben war ich doch. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Das weiß schon wieder keiner, war das? Weiß schon wieder keiner, Mann. Hol sie dir! Oh!
Ey, was ist denn hier los, Mann? Was ist hier gerade los? Ja? Direkt zerstören. Zerstören. Also diese Brillen sind so hässlich. Vor allem sehen die irgendwie gefühlt, jede zweite sieht gleich aus. Weg damit. Okay. Offensivstärke. Offensiv ist immer der Weg. Das ist der Weg, Freunde. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Weg damit. So, jetzt sollen wir genügend Platz wieder haben, oder? Rebellion. So. Kommen wir denn da oben hin? Na, egal. Contringo! Geil! Ey, diese Tränke, wa? Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Eine Kesseltür? Das ist auch irgendwie so eine Sache, das verstehe ich auch manchmal nicht, warum man manchmal sich hochzieht und manchmal gar nicht. Warum kann er hier zum Beispiel nicht rauf? Offensichtlich schafft er das ja, von der Höhe schafft er das. Ja, gut, also. Dann nicht. Revelio. Revelio. Sag mal, wie tief geht das hier noch, ey? Loot. Cash. Ich würde aber sagen, schade, ich dachte irgendwie mal was Goldenes oder sowas. Ich würde aber sagen, wir machen hier trotzdem erstmal Schluss. Wir machen beim nächsten Mal sehr, sehr gerne weiter. Lasst mir gerne mal Feedback da, ob wir, was sollen wir noch machen? Habt ihr irgendwie Übersicht? Sollen wir noch ein paar Nebenmissionen mit reinnehmen oder was? Oder was meint ihr? Was so eure allgemeine Stimmung dazu? Also das würde ich sagen, machen wir noch mal kurz das Quiz. Und zwar, was hatte ich denn genommen hier? Es sind hier immer, also so typische Quizfragen, also 5 Fragen immer auf eine Karte, deswegen. Ach genau, auf was lässt Harry den Drachen stürzen, um die erste Aufgabe zu erfüllen? Die Steinbrücke steht hier. Und gegen welchen Drachen, oder welchen Drachen begegnete Fleur? Gemeiner, walisischer Grünling. Ich glaube, das war der Schwächste, war? War das nicht so? Irgendwie so von den Drachen, die da zur Auswahl standen. Auch ganz cool eigentlich. Ey, allgemein, Drachen sind immer geil. Drachen sind immer geil. Drachen sind leicht gemacht, Freunde. Geil. Einfach geile Filme. Gut, egal. Wir hören uns beim nächsten Mal hier, wie gesagt, an der Stelle und dann gucken wir mal, was wir danach machen. Vielleicht müsste ja dann langsam mal das im Raum der Wünsche zu Ende sein. Fertig sein. Das könnte sein. Ja, wir werden sehen. Also, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.